Auf zum Momo. Wir können hier rüber und dann können wir da und können da und dann können wir das hier nutzen. Wow. Bah. Hey, kleines Ragnar. Du wolltest wohl zum Musiker. Komm her, ich habe es geschafft, ein Signal zu bekommen. Na gut, gehen wir zuerst. Nein, der Musiker. Ja, okay, gut. Hallo. Oh, danke für die Musik. Ich werde gleich üben. Meinst du, du kannst noch mehr finden? So, okay. Was haben wir überhaupt alles für Notenblätter? Wir haben 7 von 8. Bis nachts du hold am Rechnen bist. Oh, der ist gut. Hier, hör zu. Und 6 von 8. Ja. Immer locker, immer cool. Glaub, das kann ich spielen. Schau mal zu. Ah, es ist das. Ja, das ist super. Das habe ich auch. Das ist auch der Song, den ich für die Endcard von Stray benutze. Ah. Ja, und ich glaube, irgendeiner von den Songs kann sogar sein, dass es der ist, war auch ein Easter Egg. Beziehungsweise eine Anspielung auf irgendwas. Ich weiß aber nicht. Es kommt mir so bekannt vor. Kommt mir so bekannt vor, was ist das? Ah. Darauf erstmal noch ein Spekulat. Ah, yeah. Okay. Katze hat's gut. Ich kann's aber nicht lassen. Ja, cooler Song, danke, danke, danke. Ich, Ja. Ja. Dankeschön. Okay, gehen wir nochmal zum Momo. Billy Schmuser. Billy Schmuser. Willst du was? Ja, ich hätte gerne. Was ist das? Ich kenne Omas Stil, sie ist sehr talentiert, weißt du. Ja, yeah, Bro, das weiß ich. So, okay, was geht ab? Hier ist... Muss hier drauf. Wir sind jetzt da. Ah, okay. Ah, süß. Mal sehen, ob ich das Ding zum Laufen kriege. Aha. Das ist ein Uralt-Rechner. Es wird gehackt. Oh mein Gott. Wow. Ich habe es fast geschafft. Darfst du machen? Hallo, hört mich jemand? Hallo, ja, wir können dich hören. Wir sind aus den Slums. Wir suchen einen Weg nach draußen und warte, bist du das, Balthasar? Momo? Psch. Ich fass es nicht, ich bin so froh, deine Stimme zu hören, Balthasar. Wo bist du? Geht es den anderen gut?
Ja, wir haben einen Weg nach oben gefunden. Ah. Hallo? Hörst du mich noch? Du musst durch die Kanalisation gehen, um zu uns zu kommen. Sehr gefährlich. Beim Gurke ist überall. Oh shit. Kanalisation? Wie? Hallo? Verdammt nochmal, wir haben das Signal verloren. Ich fass es nicht, Balthasar ist am Leben. Er und die anderen Außenweltler haben es geschafft, durch die Kanalisation nach oben zu gelangen. Die Kanalisation ist der gefährlichste Ort in den Slums, aber wenn Balthasar es geschafft hat, muss er seinen Weg gehen. Kanalisation kommst du nicht vorbei. Dort wimmelt es von Papa Kirky. Sie werden eine schnelle Mahlzeit aus dir machen, besonders aus dir, Kleines. Viele haben in der Vergangenheit ihr Glück versucht. Das geht nicht gut aus. Wie auch immer, ich habe dich gewarnt, deine Angelegenheiten gehen mich nichts an. Ich bin dieser gruselige Typ, der immer in der Bar hockt, jeden Tag. Seamus. Ist es nicht Seamus dann? Seamus. Ich hab keine Ahnung. Seamen. Oder Samen vielleicht. Sein Vater, Doc, war früher ein großer Wissenschaftler. Er arbeitete an einer neuen Waffe zur Bekämpfung der Zergs, beziehungsweise Papa Kirk. Vor ein paar Jahren ging er weg, um das Gerät zu testen und kam nie wieder. Seamus. Sherman. War seitdem nie wieder derselbe. Nie mehr derselbe. Hör nicht auf Sherman. Er hat nur Angst, so wie ich es hatte. Wenn Doc eine Waffe gebaut hat, ist das unsere Tür zu deiner Außenwelt. In seinem Notizbuch erwähnte Doc ein paar Mal ein geheimes Labor. Das muss der Ort sein, in dem er daran gearbeitet hat. Vielleicht gibt es einen Hinweis in der Wohnung von Sherman. Komm schon, folge. Aha, wir brechen jetzt Sheldon ein. Oh, Musik an hier, ist ja langweilig. Was ist denn los mit euch? Danke. Gefällt mir. Das läuft einfach mit. Ich meine sie. Ich mag Momos Bademantel. Ich auch, ich finde den mega stylisch mit den Flamingos. Pelikan wollte ich sagen, aber ja. Mit dem Pelikan, ja. Komm schon, Sherman, mach die Tür auf. Du weißt, dass dein Vater uns hätte helfen wollen. Nun, das war zu erwarten. Die Situation ist ziemlich hart für Sherman. Er will nichts mehr von den Außenweltern hören. Mir will er nicht helfen. Aber du? Ich glaube, ich habe eine Idee. Okay. Aha. Mach mir den Weg frei. Mein kleiner Roboterfreund. Hier, nimm Docs Notizbuch und zeige es Sheldon. Der hat auch 5 verschiedene Namen, kann das sein? Ja, es enthält eine Menge Informationen, die hoffentlich wie ein Stromschlag wirken werden. Ich bin das Geheimlabor kleiner Außenweltler. Ich gehe zurück in die Bar, um zu versuchen, die Kommunikation mit den anderen wiederherzustellen. Whoop. Hallo, schicke Bude! Oh, hey! Oh, doppelt. Achso, ja. Was machst du denn hier drin? Ich hab dir doch gesagt, durch die Kanalisation zu kommen ist reiner Selbstmord. Lass mich in Ruhe. Ja, aber... Seamus. Ja, wir müssen ihm das Notizbuch zeigen, ja. Das, damit hätte ich rechnen können. Hier. Yeah. Was ist das? Warte, ist das mein Papa? Oh wow, das wusste ich gar nicht. Es gibt ein geheimes Zimmer hier in unserer Wohnung, aber wo? Tja, wir müssen es wohl finden, She-Man. She-Man, oh nein. Alles klar. Ja, genau. Erstmal alle Gemälde abhängen. Erstmal alles abhängen.
hier das... Dass das gemeinsame Vater-Sohn-Gemälde, das muss es sein. Ah, oh, übersetzen. Die Zeit wird's zeigen, ah. Oh. So, gib also, mir die Uhren. Okay. Ah. Aha, 2, 5, 1, 2. Fuck. Hab ich falsch. Okay, warte mal. Das ist... 2. Das 2. 5, 1, 2. Oh, das nee, ist 1. 1. Ja, 2, 5, 1, 1. Okay. 2, 5, 1, 1. Yeah. Wow. Katze, schlau. Du gehst vor, Simon. Gerade gucken, was haben wir. Brich dir nicht die Beine, oh, Sammy. Papa Kirky. Beobachtung. So. Hören sich niedlich an, sind aber nie freundlich. Alte Bakterien aus Zeiten der Menschen fressen alle möglichen Materialien, können in der Dunkelheit bestens sehen, reagieren auf das grelle Licht. Aha, das ist der Hinweis. Blues Clues und so. Ich habe diesen Raum noch nie gesehen. Ich kann nicht glauben, dass er es geschafft hat, ihn die ganze Zeit vor mir zu verstecken. Vielleicht bin ich ja gar nicht schlau. Diese Baupläne, die müssen für seine Papa-Gricky-Waffe sein. Papa war immer so geheimnisvoll mit seiner Arbeit. Er sagte mir, dass die Waffe in der Theorie funktionierte, aber einen Praxistest brauchte. Er ging nach draußen in die Slums und kam nie wieder. Okay. Okay, Simba. Aktuelle Roboterschlagzeilen. Papa Gurki sind offiziell außer Kontrolle. Sie fressen jetzt Metall. Oh mein Gott. Das ist schon... Ja klar, sonst könnten sie die Robos ja nicht fressen. Ja. Aha. Ja, würde mich nicht wundern, wenn da was drin wäre, was wir gebrauchen könnten. Oder auch nicht. Defluxorbauplan. So. Konzept lichtgestützte Handfeuerwaffe. Geringe Priorität, Aushängröße, Dezibelausstoß. Hohe Priorität. Unter realen Bedingungen testen. Zielvernichtung von 20 Papagökis pro Sekunde. Oh, shit. Okay. Hast du etwas Interessantes... Achso, das bist du. Hast du etwas Interessantes gefunden? Ehrlich zu sein, noch nicht, nein. Da oben ist noch eine Box, da könnte was drin sein. Ah. Ja. Kaputter Peilsender. Ey, Bro. Hey, Shimtex. Warum? Ah, da. Ja, ich hab was Interessantes gefunden. Hier ein Energy Drink. Nee. Warte, das Ding kenne ich. Das ist ein Peilsender. Papa hat diesen Peilsender immer benutzt, um zu sehen, wo ich bin. Vielleicht können wir ihn umpolen, um herauszufinden, wo er hingegangen ist. Ich kann nicht glauben, dass mein Papa noch am Leben sein könnte. Ich habe ihn so sehr vermisst. Du brauchst eine Waffe für die Papa-Gurkis, richtig? Mein Papa hat definitiv eine mitgenommen. Wir müssen nur den Peilsender reparieren, damit wir ihn finden können. Jemand in den Slums kann uns sicher helfen. Oh Gott, ich kann nicht so reden. Komm mit mir, ich öffne dir die Tür. Okay. Oh yeah. Okay, und jetzt? Du musst diesen Peilsender reparieren, du bist echt pfiffig. Vielleicht kannst du in den Slums jemanden finden, der dir hilft. Alles okay. Klar. Danke. Okay. Sherman. Das passt gerade so gut zur Musik, ja. Ah. Oh. Rede mit ihm. Sollte nicht so sein, oder? Nein. Nein, nein. Ich bin mir nicht sicher, aber ich finde es nicht störend. Es passt zur Atmosphäre des Spiels. Definitiv.
Hallo, du kannst uns leicht helfen. Du stehst doch neu hier. Schau dir all die tollen Sachen an, die in unserem Müll landen. So viele Schätze. Ich bin ein Tonnentauch. Steht da Made in France. Okay, interessant. Wunderbar. Und da steht aber Made in China drauf. What the fuck? Du solltest mal einen Tauschhändler besuchen. Dort gibt es für jeden etwas. Na Bro, denkst du, das habe ich ja nicht gemacht oder was? Apropos. Was brauchst du? Haben wir irgendwas, was wir ihm zeigen können? Nee. Der würde Pfeil senden. Ja doch, okay, ja. Der Pfeilsender ist ziemlich liquidiert, sieht aber reparabel aus. Du solltest dich an den Barkeeper wenden. Ah, der Barkeeper. Jo. Hallo. Du bist neu hier, was kann ich für dich tun? Naja, wir kennen uns zwar schon, aber hier ist ein Peilsender. Was für ein schönes Gerät und auch noch selten. Ich kenne einen Typen, der Sachen wie das hier repariert. Er ist sehr begabt und ein bisschen... Naja, du wirst schon sehen. Sein Name ist Elliot. Sein Büro ist gleich links von ihm, in der Nähe von Omas Laden. Überall an seiner Tür sind Schilder angebracht. Ah, hier, nee. Omas Doch. Keks. Oder? Nee. Ah, nee, wir können hier nur kratzen. Hast du schön die Tür Das hat sogar funktioniert. Oh, hallo. Du darfst Oma. Ich wollte nur mit dir reden, Bro. Achso, okay, offensichtlich darf ich nicht mit ihm. Oh! Okay, alles cool, alles cool. Hi. Nicht. Wir brauchen anscheinend nicht miteinander zu reden, ist okay. Und dazu programmiert Sklaven zu sein. Moment, ja. Haben aber seit Blablabla. Tagen eine Seele. Hoffentlich finden die Außenweltler eines Tages den Ausgang aus dieser Höhle, genau. Eine Momo. Okay. Oh, Notenblatt, Schii. Haben wir endlich ein weiteres. Ja. Oh, das ist ein cooles Bild, um daneben einzuschlafen, wenn ich ehrlich bin. Ja, das ist schon angenehm. Ich hatte in meinem alten Kinderzimmer auch so eine Fototapete. Und die eine Wand war einfach so ein pazifischer Strand mit einem Sonnenuntergang. Das war immer ziemlich cool. Bei mir ist alles trostlos weit. Ja, das ist okay. In meinem jetzigen Schlafzimmer ist auch alles eigentlich noch weiß. Und eine Wand ist mintgrün, die habe ich selbst gestrichen. Ja, das hier, daran erinnere ich. Du hast das gesagt. Ja, so. Ist da sonst noch was? Nö. Oh, die Musik schon wieder. Hallo! Hi. Crazy Man. Wie ich höre, hörst du Musik? Der Mann hat Geschmack. Upsi. Es tut mir leid. Ich wollte mir nur ein bisschen deine Innenrichtung angucken. Verzeihen Sie. Kein Problem, ich beachte gar nicht. Ich bin beschäftigt mit meinen eigenen. Dieser Baum ist ein wissenschaftliches Wunderwerk. Es ist bemerkenswert, dass der menschliche Einfallsreichtum einen Weg gefunden hat, Pflanzen zu erschaffen, die ohne Sonnenlicht gedeihen. True. Organisches Leben braucht Bäume, um die Luft in der Stadt zu reinigen. Roboter brauchen keine, aber sie kümmern sich trotzdem um sie. Die Menschen hätten es so gewollt. Solange die Roboter nicht die blöden Werte von den Menschen übernehmen. Ja, auf jeden Fall wächst deine Pflanze aus der Toilette, das ist das schön. Oh oh. Ah, das ist der Ausgang. Okay. Ja. Oh mein Gott, der klappert aber ganz schön da. Ja, kann ich dir helfen? Oh Gott. ja, ich hab hier was. Wow, das ist ein toller Peilsender. Ich erkenne dieses Modell, es ist ein Dohima BR 2000. Mit diesem kleinen Gerät kannst du ihn lokalisieren. Ich weiß, wie man den repariert, aber wenn ich so am Bibbern bin, kann ich meine Tastatur nicht bedienen. Ich weiß nicht, ob ich krank bin oder so, aber ich fühle mich definitiv nicht gut. Ich kann nicht arbeiten, wenn ich so am Bibbern bin. Ich glaube, ich brauche eine Decke, damit ich deinen Peilsender reparieren kann. Wie wär's mit deinem Poncho, mein Freund? Wo ist er? Da. Oh, wo hast du den denn gefunden? Er ist fantastisch. Lass mich ihn mich anprobieren. Ja. Oh, Bro. Ja, da steht ihm. Schau, kein Bibber mehr. Ich kann wieder arbeiten. Danke, jetzt kann ich deinen Peilsender definitiv reparieren.
Lass mich mal sehen. Ich muss nur noch ein Update machen und noch eine Sache. Voila. Aha. Yeah. Du hast ihn errungen. Na bitte, Kleines. Viel Glück bei der Suche nach der Person, die du suchst. Danke. Ja, danke. Du darfst ihn reden. Diesmal. Du hast es geschafft, den Peilsender zu reparieren. Ich weiß nicht mehr, wie ich ihn letztes Mal gesprochen habe, wenn ich ihn gesprochen habe. Ich habe keine Ahnung. Weißt du auch nicht. Ah, du hast es geschafft. Du hast ihn repariert. Gut gemacht. Gib ihn her. Oh, geil. Ja, mein Ping. Ist Papa wirklich am Leben? Ich kann es aber nicht glauben. Lass uns dem Peilsender folgen. Vielleicht finden wir heraus, wo mein Papa hin ist. Alles klar. Yeah, das war ja klar, dass es die Tür ist. Na, guck mal, da ist sogar ein Warnsignal. Ja. Das muss sein. Er hat die Slums wirklich verlassen. Ach nee, wo soll er denn sonst sein? Irgendwo hier in dem Viertel oder was? Dann werde ich bestimmt mal begegnet. Nee. Es ist gefährlicher draußen, aber ich muss mir sicher sein. Ich muss es wissen. Auf geht's. Alles klar.